Einen wunderschönen guten Nachmittag. Heute zu Teil 2, ob ist das Schrott oder ist das Linux? Wir hatten gestern so ein bisschen rumgebastelt an den alten Jugendzentrums-Laptops. Also alt heißt in dem Fall wirklich 10 Jahre. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also selbst wir haben sie seit 7 Jahren in Besitz. Und das ist das gleiche wie gestern. Da steht jetzt nur ein L drauf, weil ich ein Linux draufgeknallt habe. Und gestern war im Stream bzw. im Chat die Frage, Mint, aber Linux Mint, was da jetzt noch drauf ist, warum denn kein Arch bzw. ich, hier wird Arch benutzt. Ich habe das mal vor Jahren benutzt, war nicht so begeistert, aber ich dachte, naja, heute Kochstream fehlt auch, fällt eh aus. Einfach mal testen, kostet ja nichts. Dementsprechend für alle, die nicht wissen, was Arch ist. Arch Linux ist auch eine Linux-Distribution, also eine Linux-Version. Und man möge mich korrigieren, ich meine, sie ist nicht auf Ubuntu, also was viele vielleicht sogar kennen, setzt also nicht darauf, sondern ich meine, sie ist eine sogenannte Debian-Distribution. Aber korrigiert mich gerne. Ich finde es bloß auch gerade nicht. Ich habe vorhin schon geguckt, es steht hier garantiert irgendwo, wahrscheinlich auch ziemlich exklusiv. Aber ja, was soll's. Ich werde das heute einfach mal testen. Ihr findet das bei archlinux.de. Da gibt es auch einen Download-Link. Was ganz charmant ist, es sind nur 734 Megabyte der Download. Damit würde es ja wahrscheinlich sogar noch auf eine alte CD passen. Also nicht, dass man in den meisten Geräten, wobei der hätte das sogar noch. Noch Laufwerke drin hat, kann man das erkennen, ja, so halbwegs, ne? Aber ja, für den Fall der Fälle. Also, ne, man kann man, ne, ich guck mal, ob man nicht das jetzt nah ran zoome und schaut mal, ob ihr das, ne, also hier, ne? Oh, der hat sogar noch so einen DVD-Brenner, kann man nicht wirklich erkennen, oder? Na doch, der Knopf so ein bisschen. Ja. Ist aber wie gesagt, das, Alte von gestern steht, wie gesagt, nur ein L jetzt drauf, damit ich das von denen, die ich noch nicht umgeschraubt habe, auseinanderhalten kann. Und was ich auch schon gemacht habe, ich habe Arch Linux runtergeladen und wieder auf einen USB-Stick. Und ich habe noch einen zweiten gefunden, und wenn man genau guckt, so richtig gerade ist er auch nicht mehr. Egal, er funktioniert. Ich habe es getestet. Ja, entsprechend draufgeladen und ich teste das jetzt einfach mal. Gucken, ob wir ein bisschen näher rangehen können. Also, Stick rein. Einschalten. Genau, und F11 oder F12. Ich kann es. F11 ist es bei ThinkPad. Da wird er auch gleich erkannt. CBM, okay. Der USB-Stick. Schauen wir mal. Arch Linux. Simple, lightweight Linux Distribution. Okay, ja. Linux Install Medium with Speech. Aha, die kann ich jetzt per Sprache installieren? Oder mit Sprache? It allows you to install Arch Linux or perform system maintenance with speech. Okay. Ah, nicht schlecht, aber jetzt im Livestream, ich habe ein Headset auf, vielleicht nicht ganz so praktisch. Also, auch ohne Sprache. Mal gucken, wie das mit Arch geht. Gestern war das ja so, dass ja, Linux Mint relativ einfach sich installieren ließ und es auch ja, relativ schnell ging. Also, wobei Linux Mint ja gestern erstmal mit so einer ja, Oberfläche gestartet ist, um es zu testen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ob Arch das auch vorgeschlagen hat. Der schlägt gleich vor zu installieren. Aber wenn es nicht geht, ich habe auch irgendwo. Moment, da ist er. Der Stick von gestern noch. Dann knall ich da halt wieder Mint drüber. Aber man kann ja auch neuen Dingen mal eine Chance geben. Und mit ein bisschen Glück, ich weiß, dass der. Oh Gott. It's Easy Cat und Aspire, die gestern dabei waren, im Chat auch, zumindest im Discord heute dabei waren. Ups. Und ich sehe schon den ersten Punkt, wieso ich eigentlich. Glaube ich eher doch Linux Mint mag. Automatic Login.
Ich bin in der Konsole gelandet. Warum? Habe ich was verpasst? Hätte ich irgendwo anders abbiegen müssen? To install, follow the installation guide. Wie jetzt? In Ordnung. After connection to the internet, the installation can be accessed. Ich hoffe sehr, ich bin hier einfach mal falsch abgebogen. Sprich, ich habe nicht die grafische Benutzeroberfläche gestartet, weil das Ganze jetzt über die Textkonsole. Gibt es da nicht noch was anderes? Nochmal neu starten. Boot existing. Oder muss man das vielleicht doch damit machen? Speaks. Hardware Information. Ach, nehmen wir das mal. Sicher ist sicher. Aber ich kann ja nochmal gucken. Während das hier nochmal lädt, auf dem Bildschirm, Download, bla 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 bla, ist gleichzeitig Installations- und Live-System. Also das, was wir bei Mint gestern auch hatten. Okay. Installationsanleitung, bla 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 bla. Also eigentlich sollte hier ein Live-System bei rumkommen. Sprich, eigentlich auch erstmal so vom USB-Stick starten. Und dann ernten. Also, ne? Interessant, interessant. Oder auch nicht. Gucken wir mal. Okay, das ist falsch. Oder das ist strange. Okay, es spricht. Okay, das hat es auch angedroht, aber nein, das wollen wir nicht. Nochmal booten. Also ganz ehrlich, Linux Arch mag ja ganz cool sein, aber der Start überzeugt mich gerade nicht. Die meisten hätten jetzt schon aufgegeben. Hardware Information. Erstmal anklicken unter Umständen. Na, das ist. Vielleicht sagt der Almi auch so, das mag er nicht. Aber das ist die Standard. Nö, da sagt nur, was drin ist. Das ist toll. Das wussten wir vorher auch. Quatsch. Reboot. Oder komme ich dann? Na klar. Rebot. Exit. Man merkt schon, ich bin kein Linux-Konsolen-Mensch. Im 2.2 gibt es diesen Knopf da. Dann starten wir es nochmal. Was der Vorteil einer SSD? Eine Festplatte könnte dadurch kaputt gehen. SSDs ist das relativ egal. Gut. Installer BIOS. Aber hier gibt es kein Live-System. Das ist ja spannend. Okay. No risk, no fun. Starten wir neu. Und es gibt hier auf dem Bildschirm ein Installationsskript. Dann testen wir das doch einfach mal da. Herunterladen. Okay, ISO auf CD brennen. Ja. Von Installationsmedium booten. Das tun wir hier gerade. Es stehen Editoren zur Verfügung. Bei Bedarf können auch andere Live-Umgebungen installiert werden. Aber vielleicht müsste ich das halt machen. Aber dazu müsste man ja erstmal Internetanschluss einrichten. Ja, ich habe es befürchtet. Wir landen wieder in der Konsole. Und wenn ich das jetzt ohne mache, was muss ich denn dann eingeben? Also, booten haben wir es stehen. Internet muss eingerichtet werden. Pacman SU. Ja, mein Gott. Testen wir das mal. Also egal, wer uns jetzt zuguckt von den Menschen gestern. Na, vielleicht doch erstmal
die entsprechenden Keys, sprich den entsprechenden Schriftsatz installieren, damit wir hier, okay, wo ist das Minus? Ja, super. Wir finden, so, wo finde ich das Minus? Ah, da ist das Minus. Damit ich hier wenigstens eintippen kann. Also nichts an die Arch-User unter euch. Habe ich jetzt ein Ö? Ja. Das geht irgendwie beim Mint doch einfacher. Also, es sei denn, ihr zeigt mir hier irgendwie den Trick. Okay. Das ist es nicht. Pac-Man SY. Wer auch immer dieser Pac-Man ist. S. VWM? Oder auch nicht. Okay. Festplatte partitionieren. Stehen. Okay. Nano? Okay, ja, super. Ich habe jetzt einen sogenannten Editor. Das bringt mich jetzt so richtig weit. Also den Linux-Freaks unter euch wahrscheinlich, die das dann auch später in der Aufzeichnung sehen werden, sagen, das ist doch ganz einfach. Tja. Festplatte partitionieren. Festlegen von Dateisystem. Steht hier noch. Ganz ehrlich, das kann doch echt nicht euer Ernst sein. X muss durch den korrekten Nachnamen. Aber das ist ja nur das, wie man es brennt. Vom Booten. Das habe ich schon gemacht. Also wir haben wenigstens deutsche Schriftzeichen und Tastaturbelegung. Bedarf können auch. Ich will, habe keinen Bedarf. Ich möchte einfach das Zeug installieren. Wo ist denn hier der Punkt mit installieren? Ich glaube, das wird heute ein nicht so langer Stream. Es sei denn, irgendjemand, der im Chat dabei ist, hat jetzt die grandiose Idee, wie man das jetzt einigermaßen macht, wenn man null, naja, oder wenig Linux-Kenntnisse hat. Ich meine, ich könnte das nochmal ausprobieren. Wie gesagt, wer auch immer dieser Pac-Man ist. Das letzte Pac-Man. Und nein, ich weiß schon, dass das kleine Pi aus dem Computer nicht gemerkt ist. Das könnte er so aber auch nicht. Okay, also es gibt keinen Internetzugang. Auch gut. Dann schlägt das Ding ja vor, Festplatte partitionieren. Mit F-Disk, Parted, CF-Disk oder G-Disk. Also F-Disk kenne ich. Aber dazu müsste man jetzt auch die Befehle dazu kennen. Okay. Aber warum kriege ich denn hier keinen? Achso. Wie war das noch? Okay. Vielleicht können wir uns darauf einigen, für alle, die das jetzt sehen oder später sehen. Ganz ehrlich, nein. Zieh das mal raus. Beende das hier mal. Pack hier nochmal den Linux-Mint-Stick rein. Starte nochmal neu. Drück nochmal F12. Das ist jetzt der andere Stick von gestern. Und ganz ehrlich, so sah es bei Arch auch aus. Bis dahin war es ja noch okay. Aber wenn ich dann auf Start drücke, dann sieht man auch, ja, ihr seht, ne, USB-Stick hier, da blinkt er. Ich habe jetzt mal neu gestartet. Dann startet der Linux Mint. Relativ easy. Also ganz im Gegenteil zu dem da. Und dann kriege ich hier eine Maus. Und das sieht sehr nach einer entsprechenden, ja, grafischen Benutzeroberfläche aus. Und hier könnte ich jetzt in der Tat wieder Linux Mint installieren. Was ich ja nicht muss, weil ich das gestern ja auf dem Ding schon getan habe. Ach nee, das starten wir jetzt mal nicht. Das heißt doch, wir machen hier mal einen
Restart. Kann ich den hier nämlich gleich rausziehen und dann gucke ich mir nochmal an, was auf diesem Arch-Stick drauf ist. Und möglicherweise habe ich hier auch irgendwas falsch gemacht. Also von daher, wenn jetzt irgendjemand von den Experten, die gestern zugeguckt haben, wieder da sind, wo ist der Fehler? Also normalerweise runterladen. Auf der entsprechenden Seite. Also, ne? Ich komme bei Arch Linux an. Und dann habe ich hier unten mein Menü. Da steht Download. Und das ist genau das Ding, was ich runtergeladen habe. Und das hier ist auch die Installationsanleitung. Kann nur von x86, 64. Das ist er. Ist nur für Neuinstallation. Der Download ist nur für Neuinstallation neu. Ja. Ein bestehendes kann mit aktuell gehalten werden. Zur Erstellung nochmal. Ja. Wenn USB-Stick erstellt, weiß ich auch. Tja. Interessant. Gut. Schauen wir mal, was da jetzt drauf ist. Stick rein. Also Arch Linux, zack, erkannt. Zeigt das witzigerweise sogar an. Ne? Kann man jetzt relativ schlecht sehen, aber der Stick ist benannt nach Arch 2021-03. Also, das ist in der Tat genau danach benannt worden. Und hier ist auch eindeutig Arch Linux drauf. Muss man hier irgendwas umstellen? Aber auch das wäre ja blöd, weil man bei einer neuen Installation hat man ja keine Basisinstallation, wo man das so machen kann. Ist natürlich schön klein. Auf dem 4 GB-Stick ist noch reichlich Platz, wie man hier sieht. Aber vielleicht war das der Grund, wieso ich damals schon kein Arch benutzt habe. Das sieht jetzt alles nicht so aus, dass es irgendwie einfach geht. Also Arch, grafische Installation. Mal gucken, was wir das Netz da finden. Okay. Ich hatte irgendwie vergessen, von Yahoo umzustellen. Und darum kriege ich jetzt die Werbung für Gas-Wasser-Installateure. Ja, nee, ist klar, Leute. Ah, komm. Offensichtlich ist die große Suchkrake dann doch ein bisschen besser aufgestellt als Yahoo. Also, Arch Linux installieren. Oder Installation. Anleitung für Einsteiger. Also, wenn es schon eine mehrseitige Anleitung gibt, dann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. ISO übertragen wollen wir das nicht. Wir wollen es nur starten. Wir starten mit der neuesten Version. Okay, ich komme in irgendein Installationsmenü rein. Ich will kein Installationsmenü. In Einrichten des Datenträgers. Wer aus dem lieben Chat hatte gestern die Idee, wir sollten mal Arch benutzen oder probieren? Das ist bestimmt eine tolle Distribution, wenn man sie erstmal zum Laufen bekommen hat. Da gibt es doch garantiert eine grafische Installation. Das kann. Wer hat denn noch eine reine Installation für nur die Konsole? Ich meine, das macht doch keiner. Schritt 1. Runterladen, bla bla bla. Laden Sie das runter. Haben wir. Schritt 3. Ja, das kommt mir bekannt vor. Boot Arch. Haben wir getan. Haben sogar das gemacht. Schritt 3, Select Label Type. Nur das kam bei uns schon nicht mehr. Und davon kann auch nicht die Rede sein. Das muss ich alles händisch anwählen? Ernsthaft? Gut.
Ich sehe schon, das wird ein kurzer Stream heute, zumindest ein kurzer Stream für Arch. Der ist nämlich gerade beendet. Also, nein. Egal, was die werten Chatbesucher gestern meinten, Arch ist raus. Bleiben wir bei Linux Mint. Geht offensichtlich dramatisch viel besser. Was ich gestern nochmal testen wollte, was ja keine so dumme Idee ist, wir hatten Spiele schon getestet, aber was natürlich bei Spielen auch nicht unwichtig ist oder bei Programmen, das Ganze bringt Wine mit. Wine ist ein Programm, das muss ich erst installieren, das auf einem Windows-Rechner, falsche Taste gedrückt, auf einem Linux-Rechner Windows-Programme laufen lässt. Und das ist bei den meisten Sachen nicht ganz so wichtig. Wie gesagt, LibreOffice und sowas gibt es ja auch für Linux. Das sieht auch gleich aus. Und wenn man sich das hier so anguckt, ne, GIMP und sowas, all das gibt es ja. Aber gerade bei Games ist es vielleicht nicht ganz unwichtig, auch mal ein Windows-Programm ausführen zu können. Wobei ich mir hier als Beispiel haben sie Google SketchUp durchaus vorstellen kann, dass es das mittlerweile sogar als Linux gibt. Aber nichtsdestotrotz, einmal neu installieren. Das ist ja, immer noch das hochgeheime Kennwortschiene. Und da ist halt einfach die spannende Frage, ob wir irgendein anderes Programm, das kann man gleich mal runternehmen, was könnte man mal testweise testen, was gibt es unter Windows? Irgendein Spiel. Erstmal gehen wir wieder auf Google, sonst landen wir womöglich wieder, keine Ahnung, bei sonstigen Installateuren. Irgendein Programm, was, ja, Paint.net. Nettes, kleines, kostenloses Malprogramm, kann viel mehr als das übliche Paint, sehr zu empfehlen. Das können wir in dem Fall wirklich abonnieren, das ist egal. Und das gibt es logischerweise nur für Windows. Also, mal gucken, ob das mit Wine funktioniert. In der klassischen Version. Das safen wir erstmal im, im Download-Ordner. 12 Megabyte ist auch wunderschön klein. Gucken wir mal, ob mittlerweile. Aha, Wine ist auch fertig. Gut, bevor wir das jetzt testen, müssten wir im Download-Ordner nochmal fix das hier einpacken. Geht das so, dass ich das hier einfach auf den Schreibtisch ziehe? Wunderbar. Gucken wir doch mal, ob Wine Paint.net zum Laufen bringt. Es so, wie man so schön sagt, nativ zu starten, wird nicht klappen. Weil, wie man hier schön sehen kann, na, ihr nicht in der Auflösung, es ist eine Echse. Und die läuft halt so ganz und gar nicht. Aber auch das muss ich gerade sagen, Wine läuft irgendwie auch noch nicht so wirklich. Es ist heute nicht der Tag von Linux, habe ich das Gefühl. Wo hat sich Wine denn überhaupt versteckt? Damit man es später wiederfindet. Ich meine, kein größerer Eck, man kann da oben natürlich auch das hier eintippen. Und eigentlich sollte es da jetzt. Das wird mit Punkt geschrieben? Nee. Hätte ich gerade gesagt, er hat es installiert? Dann nochmal gucken. Ah, hier ist eine Glocke, die sagt was. Ja, nicht sicher entfernt, welch Wunder. Okay, jetzt, nee, eigentlich sagt er, es ist installiert, aber starten tut er es nicht. Wine is a free MS. Das ist a work in progress. Ja, ja, gut, wissen wir. Warum klappt die Version nicht? Vor allen Dingen, warum gibt es ja noch eine zweite? Braucht man dafür noch eine grafische Benutzeroberfläche?
Eigentlich doch nicht, oder? Ach, es gibt zweimal. Ach nee, komm. Installieren wir die auch nochmal nach. Das ist ja alles nicht groß. Ja, okay, wenn man versucht, Frontend. Ah, okay, das sieht schon besser aus. Windows und Linux gehören halt auch einfach nicht zusammen. Wobei, witzigerweise natürlich bei Windows mittlerweile zum Nachinstallieren, bei Windows 10, eine Linux-Oberfläche oder Unterfläche, wie kann man das ausdrücken? Also eine Linux-Ebene hinzu installiert werden kann. Das ist eigentlich ganz spannend. Starten. Ah, das sieht doch schon besser aus. Installieren. Ah, okay. Ich muss nicht mal installiere ein Programm, das nicht aufgelistet ist. Dann kommen wir gleich zu mal sehen, was er hier so auflistet. Vielleicht hätte ich mir das Runterladen von Paint.NET einfach gerade auch sparen können. Weil wenn es hier in der Liste ist, dann ist das wahrscheinlich auch gleich dafür entsprechend vorbereitet. OpenView, auch nicht schlecht. Paint.NET wäre aber in der Tat. Microsoft Paint wäre dabei, aber das wollen wir nun wirklich. Dann testen wir das mal mit dem bereits vorinstallierten oder vorgepackten OpenView. Paint is not. Ich lese das jetzt nicht durch. Gucken wir mal. So, willkommen bei der Installation. Ist OpenView wirklich so groß? 260 Megabyte? Ich habe das immer als sehr, sehr viel kleiner in Verbindung, in Erinnerung. Aber na gut, lassen wir es kurz runterladen. Gibt Zeit, für einen kurzen Schluck zu trinken. Okay, er lädt 200, 220, 262. Manchmal ist es ganz vorteilhaft, eine schnellere Internetverbindung zu haben. Okay. OpenView auch ein Programm, das ich auf dem Windows-Rechner eigentlich immer installiert habe, weil es wirklich ein sehr, sehr cooler Bildschirm oder Bildbetrachter ist. So. Okay. Jetzt kommen die klassischen Aufforderungsinstallationen für diverse Windows-Dinge. Jetzt lädt er noch eine Wine Mono runter. Was auch immer das ist. Man hätte das jetzt alles durchlesen können, aber ich glaube, ein Livestream ist dafür jetzt nicht der passende Ort. Jetzt gibt es noch Wine Gecko. Hat er auch runtergeladen. Und jetzt konfiguriert er irgendwas. OpenView wird aktualisiert. Jetzt lädt er nochmal WineGecko runter. Ah, ich glaube, das ist heute nicht der Tag, wo Linux die beste Figur macht. Wobei, nichts gegen Linux mit in dem Moment. Das funktioniert. Und was wir hier ja auch gerade vorhaben, ah, es geht weiter. Ist ja jetzt auch so ein Microsoft-Ding auf dem Linux-System zu installieren. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache. Also. Wer würde schon jetzt versuchen, Mac-Anwendungen auf dem Windows-Gerät starten zu wollen? Oder Linux-Sachen auf dem Windows-Rechner? Von daher muss man ja auch vielleicht nicht unbedingt Windows auf Linux starten. Aber wenn es geht, mit so ein bisschen hin und her klicken und ein wenig Geduld, warum nicht? Zumal OpenView für die meisten ja durchaus ein bekannter Bildschirmbetrachter ist. Es war schon erstaunlich, was er da alles nachlädt. Aber jetzt lädt er OpenView mit allen Plugins nach. Das ist ganz praktisch. Er scheint nicht nur sozusagen den Vanilla-Modus zu installieren, sondern den kompletten. Okay, warten Sie, bis OpenView installiert wird. Runtergeladen hat er es. Okay.
Wir haben jetzt das klassische Symbol hier von UrbanView, kann man nicht so toll erkennen, aber das ist der Farbklecks. Aber ich kriege auch diesen Farbklecks, dieses Symbol, hier auf meinem Schreibtisch angezeigt. Und siehe da, nice. Also wenn man das, ich guck mal, ob ich UrbanView auch, habe ich auch auf dem Rechner, natürlich. Also als Vergleich. Ja, kann man jetzt, ne, irgendwie rechnen. Version, wahrscheinlich nicht die neueste. Ich habe installiert 4.35. Okay, und dann schauen wir mal ganz kurz, was habe ich hier installiert? Weiß nicht, ob ich das sehen, gleich sehen kann. Oder ihr das sehen könnt. 4.54. Oh, sogar die neuere Version. Nice. Okay, ja, das ist doch nicht übel. Liegt hier auch wie eine normale Anwendung rum. Alles klar. Und wenn ich jetzt das installieren will, was nicht aufgelistet ist, klicke ich da mal dran. Okay, jetzt fragt er so ein paar Sachen ab. Und dann willkommen. So, installiere ein Programm in einem virtuellen Laufwerk, irritiere eine bestehende. Okay, ein virtuelles Laufwerk, auch das. Geben Sie einen Namen ein. Ja, das ist dann paint.net. Okay. Oh, das kann man ja nicht lesen. Möchten Sie vor der Installation tun, wenn Sie nicht wissen, deaktivieren Sie alles. Ich weiß es nicht. Nein, erstmal nichts. Paint.net ist definitiv eine 64-Bit-Anwendung. Und dann mal gucken, was er dann macht. Und was ich dann vor allen Dingen machen muss mit meinen hier runtergeladenen Paint. Irgendwas. Ja, ist aktualisiert irgendwas. Und erstellt ein virtuelles Laufwerk. Ah, okay. Wählen Sie eine Installationsdatei. Das machen wir doch mal. Die liegt auf dem Schreibtisch und lautet paint.install. Mal gucken wir mal. Ausgesucht. Weiter. Das sieht nach einem klassischen Windows-Installer aus. Okay. Ah, und da kommen aber irgendwelche Fehlermeldungen. Immer mal schauen. Vielleicht ist es auch nur ein Hinweis drauf. So. Please choose a file to make a shortcut. Durchsuchen. Please choose a. Okay, ups, was. Ah, okay, der baut hier irgendwas sehr Interessantes nach. Sieht so ein bisschen aus, wirklich wie Windows. Okay. Ist ja nicht so, dass das vorher schon irgendwie nicht so vernünftig war. Okay, cancel. Weiter. So, jetzt hat er Drive C. Das da, ja, mal gucken. Also das mit irgendwie hat ja ganz gut funktioniert. Aber ob der Rest jetzt auch funktioniert hat. Ein Fehler aufgetreten. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass das Ganze nicht funktioniert, weil da dieses .NET hinter steckt. Vielleicht muss ich auf anderes drücken. Was hat er denn noch unter den vorinstallierten Image Burn? Das ist ja unter Windows total sinnfrei. Spotify. Na, das brauchen wir dann auch nicht wirklich. Okay, Vegas Pro ist schon nicht schlecht, auch wenn es nicht die neueste Version ist. Internet, lass mich raten, Internet Explorer. Aua. Okay. Das will auch niemand wirklich. Unter Grafik. Na gut, okay, wer mit Adobe
arbeitet, aber auch nicht mehr das Neueste wirklich. Was haben sie denn hier an Spielen? Age of Empires 1, 2 und 3. 1 und 2. Ich ziehe die 3 gerade zurück. Na gut. Oh je. Black and White 2. Das ist, glaube ich, die Games-Auswahl für alle Castlevania, oh Gottes Willen, die auf totale Retro Civilization 4, auf die Mega Retro Games stehen. Oh mein Gott, Command & Conquer Alert 3. Also, ja, also, nein, also, nein. Also, hat sie erledigt. Das lassen wir mal. Wollen Sie das? Ja, ich will das schließen, auf jeden Fall. Das mit Urban View ist ganz nett, aber wegen einem netten Bitbetrachter bleiben wir bei Linux-Geräten und Linux-Programmen. Den Rest, das lassen wir mal. Was noch funktionieren soll, das habe ich aber nicht getestet, das wird auch eher schwierig, weil ich jetzt gerade aktuell gerade meine Steam-Daten gar nicht so schnell griffbereit habe, wegen Steam Authenticator und sowas. Und der Key ist relativ lang, das Standardpasswort. Das jetzt hier einzutippen würde ewig dauern. Das soll relativ gut gehen, wobei natürlich die Steam-Spiele, die ich auf meinem Rechner habe, die wahrscheinlich auch in Linux laufen würden. Ganz ehrlich, auf der Maschine auch keinen Sinn machen oder keinen Spaß machen würden. Also jetzt Steam zu installieren, ja, also ich glaube, da braucht man einfach einen fetteren Rechner, den wir jetzt hier so nicht haben. Da mag das bestimmt funktionieren, da bin ich auch relativ optimistisch. Aber jetzt hier drauf Steam zu installieren, ob jetzt mit der Steam-Software oder dem Flatpak oder FlatHub. Da sind auch nochmal, das ist auch eine Art, wie man Spiele installieren kann mittlerweile. Das macht, glaube ich, keinen gesteigerten Sinn. Von daher, Games hatten wir gestern schon irgendwie besprochen. Na, lassen wir mal. Alle anderen Sachen scheinen soweit oder laufen. Außer das mit Windows-Sachen drauf installieren. Auch nicht so toll. Und Arch Linux. Ja. Wenn noch mehr irgendjemand das auf seinem Rechner installiert hat, der hin und wieder an der Schiene irgendwie vorbeikommt, ich werde den jetzt nicht wegschmeißen. Es sind auch nur 700 Megabyte. Wir haben noch von diesen Geräten hier ein paar rumstehen. Kommt vorbei, ich bin montags nachmittags immer da. Ich wäre sehr interessant, eine grafische Benutzeroberfläche von Arch Linux kennenzulernen, die vielleicht ein bisschen intuitiver ist als das, was wir bisher so hatten. Ja, ihr seid hiermit herzlich eingeladen. Wir basteln gerne an der Theke rum, aber ganz ehrlich, nein. Auf diesen Geräten ist und bleibt und kommt erstmal Linux Mint drauf. Auch wenn, ich habe gestern nochmal geguckt, die aktuelle Linux Mint-Version in einigen Programmteilen nicht die aktuellste ist. Kann ich aber mitleben. Vor allen Dingen müssen damit ja auch die Menschen leben, die damit dann später umgehen. Von daher, Angebot, wie gesagt, steht. Ich lerne gern dazu, kommt an die Theke, montags 14:30 bis 20 Uhr. Dann machen wir gerne Linux-Session und dann gerne auch nochmal einen Livestream. Apropos Livestreams, ab nächste Woche machen die AWO-Jugendzentren oder viele Jugendzentren hier wieder ein bisschen erweiterter auf. Das werden wir auch tun. Das heißt, wir werden hier auf Daily Dose nicht mehr jeden Tag 1 bis 2 Stunden täglich live streamen. Wir werden das jetzt so machen. Das schickt man nächste Woche aber natürlich auch noch in Discord rum. Der Server wird bestehen bleiben. Minecraft-Server wird bestehen bleiben. Instagram werden wir entsprechend darüber informieren, dass wir montags, wann immer es möglich ist, live streamen aus der Schiene oder von extern. Ich denke da so an Yannick oder so. Also Schwerpunkt mehr Gaming, also montags so der Gaming-Bereich. Dienstag wird ein bisschen Ruhe sein. Mittwochs werden wir hoffentlich immer regelmäßig
ich nenne das jetzt mal kreativen Content hochladen, dann aber eher auf YouTube, das heißt nicht hier auf dem Twitch-Kanal, sondern auf dem YouTube-Kanal, der Daily Dose zugeordnet ist. Und Freitag wird es wieder live gehen, auch so im eher Nachmittagsbereich, sprich 16 Uhr, so wie heute. Da wird sich Jade die nächsten Wochen und Monate einfach drum kümmern. Die nächsten Wochen, also bis zum Osterferien, und dann planen wir weiter, dass da immer frischer Live-Content kommt. Da wird der Schwerpunkt freitags dann aber wahrscheinlich eher auf Kreatives, auf Kulinarisches und vielleicht auch Praktisches und weniger Digitales liegen. Das bringen wir aber auch gerne Montag noch unter oder an einem der anderen Tage. Nur weil wir da nicht generell was planen, heißt ja nicht, dass wir nicht Dienstags oder Donnerstags oder zusätzlich Mittwochs nicht doch nochmal so einen Livestream dazwischen schießen. Dementsprechend würde ich an dieser Stelle diesen ja nicht ganz so befriedigenden Stream so langsam ausklingen lassen. Wie gesagt, das mit Arch Linux war jetzt wirklich war ein Versuch wert. Hat ja, kostet ja nichts. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wie gesagt, wenn ihr Infos zu Arch habt, gerne auch über Discord in den Chat. Und in dem Sinne würde ich euch ein paar sonnige, wenn auch wahrscheinlich kalte Tage nach Wetterbericht wünschen. Und vielleicht sehen wir uns dann auch die nächsten Wochen ja auch mal wirklich so face to face live im analogen Jugendzentrum. Bis dahin, ciao, ciao.